Wohnen Sie hier ungefähr in der Gegend? Ja. Wissen Sie, was hier früher mal stand? Oh wei, das weiß ich nicht. Also, solange ich mich erinnern kann, stand hier schon immer dieses, was hier links ist, hoch, ja. Diese, die Eigentumswohnung, die stand schon ewig hier. Wussten Sie, was hier mal stand früher? Nee. Montag, den 23. November, vormittags, sollten wir antreten vor dem Block. Von den 1000 Leuten gab es 25 zufälligerweise, die dann nach Lichtenfelde mussten. Keiner wusste, was Lichtenfelde waren. Hatten wir ganz neue Kleidung bekommen und neue Schuhe. Das waren Holzschuhe. Und haben wir vorher nicht gewusst, wozu das sein soll. Da war ich ja in Waldenburg gewesen. Da habe ich, war ich bei der Eisenbahn. Ne? Und dort bin ich auch verhaftet worden. Ich habe den Wehrdienst verweigert. Ne? War Musterung gleich wie Einmarsch Sudetenland und Österreich, war in 2 Tagen drauf Musterung. Und da habe ich gesagt, ich bin vorgestern bei den Tschechen gemustert und als untauglich erklärt worden. Und da kann ich jetzt nicht schon tauglich sein, habe ich gesagt. Nee. Ich war verhaftet in Wroclaw, Hohensalza, damals. Und durch Poznań nach Großrosen geschickt. Ich war in Sachsenhausen ganz kurz, ganz sehr kurz, ein paar Tage. Die rufen nach ein paar Tagen auf unser Austreten und nach Lichterfelde. Da ist mein Vater, weil er überall gut bekannt war, illegal via Belgien und Frankreich nach der Schweiz gereist, hat er eine Reiselinie aufgebaut mit Leuten, die er gut kannte. Und von ab dem Moment sorgte er also, dass jüdische Flüchtlinge nach der Schweiz konnten. Aber ja, es war so viel Arbeit dran, dass ich ihm habe geholfen. Aber da haben sie mich verhaftet und mich an die Gestapo ausgeliefert. Es war ungefähr 3:30. Ich wurde zur Direktorenkanzlei gerufen mit Lautsprecher. Dann bin ich dort gegangen
vor dem Direktor stand ein Mann und er fragte den Direktor, das ist er. Der Direktor hat mir gekannt. Er hat gesagt, jawohl. Da hat mir der mit der Brille hat die Tür aufgemacht und hat mir gesagt, also bitte, unser Freund. Das KZ Lichtenfelde, so war ein Außenlager von Sachsenhausen. Eigentlich war es gedacht worden, weil Hitler wollte ein neues Berlin bauen. So 40, 41 nicht, Germania. Und dann brauchte er Fachleute. Und die holten sie dann aus Sachsenhausen. Und jeder Tag moesten sie dann nach Berlin fahren. Und das war viel zu schwer. Und da haben sie in 42 das Lager Lichtenfelde gebouwd. Lichtenfelde was eerst kort fertig. Also dat was zeer kaal. Er standen nog een paar holstischen. En die bedden moesten, we kennen ze wel, die holstapelen. Also er was niet veel te erleben. Mijn eerste gedanke was dat het veel beter was als in Sachsenhausen. Wat ik van Sachsenhausen gezien had, dat was sowieso zeer slecht. Положительно, что как мы попали в Лихтенфельде, и Генина, что мы как-то жили, что там и тут две большие разницы. Впечатление какое было, когда я попал в концлагерь Сахсенхауза, да, в Лихтенфельде, да, да, да. Тут день и ночь, то есть тут там одна дисциплина, тут другая дисциплина, то есть тут более, вам объяснить, более питание, более работа, уже в блоках уже давали такие простыни, видно, ну, отходы от эсэсов, что уже более было лучше, то есть впечатление. И не такие люди были, что можно там ревир был, можно пойти в ревир. Сексово, dann wurde geschrien und geklopft und aufstehen, aufstehen. Und dann hatten wir eine halbe Stunde, um uns zu waschen und anzuziehen. Und dann wurde dann war draußen Appell. Man musste jeden Tag antreten am Appellplatz und da wurde gezählt bei dem Appell, ob keiner fehlte. Wenn einer geflohen war, dann blieb man stehen, bis man ihn gefunden hatte. Und ja, dann wurde man aufgestellt, wurden die Kommandos abgerufen, denn da waren verschiedene Kommandos. Und dann marschierte man nach den Arbeitsstellen. Das war auf, unten in Eichen, in diesem Krankenhaus. Und morgens ganz früh mussten wir dann da sein. Und ja, das war so ungefähr 7 Uhr morgens. Und dann in einer Ecke nicht, dann stand ich da, war kalt, ganz kalt. Und ja, man fing nicht an zu arbeiten. Man musste eigentlich arbeiten, aber man versucht so wenig wie möglich zu arbeiten. Sowieso nicht, weil man nicht zoveel Kräfte had. Mein Vater und ich waren allebei de Tischler. Wir hatten also das unheimliche Glück, dass wir erst beim Barackenbau auch in einer Baracke zurechtgekommen sind, wo wir Werkzeuge mussten schleifen und Hammerstiele machen und Axtstiele und Schippenstiele. Und danach sind wir nach der Knesebeckstraße nach dem SS-Sanitätshauptamt gebracht. Zu zwei, mein Vater und ich, mit zwei russischen Jungs, die nur mussten helfen, wenn es zu schwer war zum Heben. Da mussten wir, da waren die ersten Bombardements gewesen in Berlin. Da mussten wir in das Gebäude kaputt geworfene Türen und Stühle und Tische und so reparieren für die SS. Denn in dem SS-Sanitätshauptamt, da arbeiteten 1000 SS-Leute.
Das war eben das letzte Kommando, wo ich gewesen bin. Reichssicherheitshauptamt wurde zerstört seit dem 28. Februar bis 1. März 1943. Das wurde zerstört. Wir mussten dort auch aus dieser Kommando Eiswerder Straße 3 Tage dort helfen, die Trümmern, die Leichen und so weiter wegmachen. Wenn wir abends reinkamen, dann saß man etwas am Holztisch und Banke und dann redete man was, aber man war meistens so müde, dass wir, ich schätze so spätestens 10 Uhr rum, dass wir uns alle hinlegten. Bestimmte Zeit haben sie Licht ausgemacht und dann war Zeit zum Schlafen. Землячество, землячество. Это каждая национальность. С какой страны, из какого города. Там Харьков, Киев, там Одесса, там Франция, где девизи. То есть они землячество у нас были в большинстве. Die Franzosen, die Holländer, die sprachen die Luxemburger, die sprachen meistens Französisch. Die Polen natürlich, die Russen, das sind slawische Sprachen. Das konnte man alles fast alles verstehen. Also, das war ohne Hindernisse. Häftlinge hatten, so wie wir hatten, einen roten Dreieck mit ein H drin. Das war Holländer. Die Norweger hatten ein N, aber alle Länder durcheinander vielfach. Und auch also verschiedene Arbeit, verschiedene Fachleute. Das war hauptsächlich Lichterfelde. Es war auch so, da im Lichterfelde, man hat wie überall, alle Leute haben dieselbe Rechte. Wir sind alle gleich. Aber der eine ist ein bisschen kleiner als der andere. Also sogar im Kassett hatte man Leute, der Arzt, der Pfleger und die Leute, die in der Küche arbeiteten und nicht, Stubenälteste. Die waren alle ein bisschen kleiner als die anderen. Und die blieben dann im Lager, der ganze Tag. Aber wir Proletarier mussten in Berlin arbeiten. Später gesehen, wir hatten die Geschichte, die anderen, die im Lager blieben, die Prominenten, die haben nichts gesehen. Da mussten wir immer in die Stadt fahren. Und da hat er mal der Goebbels gesprochen. Da mussten wir stehen bleiben, auch lange konnte man nicht durchfahren, wo ich hin will, die SS-Kleiderkasse. Ne? Und das war ein Spektakel. Und ich war ja nicht alleine, wir waren 5 Mann in der SS-Kleiderkasse. Ne? Und da haben wir dort gestanden und haben halt auch mitgehorcht. Ne? Wir durften ja nicht sprechen mit den Leuten. Ne? Aber die SS, die hat gesagt, das sind Engländer. Die sind vom Flugzeug runtergesprungen. Wir waren ja keine Engländer. Aber die haben das gesagt, den Leuten immer. Das sind Engländer, die sind vom Flugzeug runtergekommen. Aber wahr war es nicht. Ne? Да, да, если такое пошли, их самих посадили. Очень суровая дисциплина была. Случай рассказываю. Ich kann mich vorstellen, dass dort hinten Haupttor war, dass da an der rechten Seite, da ist der Kanal, ja, an der rechten Seite Block 1 war, an der anderen Seite Block 2 war, in der Mitte zwischen diesen zwei Blocks war die Küche und da hinten quer stand unser Block.
aber alles war ohne Bäume. Das ganze Territorium im Lager direkt war ohne Bäume. Und da haben wir Stacheldraht, an der Ecke überall standen die Posten mit Gewehren nur. Und damals, als wir das Bombardement erlebt haben, haben wir hinten, hinter unserer Baracke, den Stacheldraht hat man durchgeschnitten und wir sind durch das Loch zum Kanal gegangen. Und bis in der Früh saßen wir im Gras über dem Kanal. Deswegen weiß ich ganz genau, dass da oben überhaupt kein Weg war. Das war quer mit Gras nur. Da hat der eine SS-Mann gesagt, du springst, da ging ja ein Wasser, Kanal, ne, damit man nicht flüchten konnte. Du springst lieber. Und der musste lieber springen und ist nicht, zuerst nicht lieber. Und da hat man ihm die Mütze genommen, die Häftlingsmütze, und lieber geschmissen, hol dir deine Mütze. Und er springt lieber und da hat er schon geschossen und war tot. Wenn man was verkehrt gemacht hatte oder so, dann bekam man 25 Stockschläge, dann wurde ein Schemel oder man da festgelegt, zwei Mann hielten sich fest und der dritte, ein Häftling, der bekam einen Knüppel und der musste 25 oder 50 Stockschläge geben. So, und wenn er sagte, der Häftling, ich mache das nicht, stell dich dann hin, dann kommst du gleich dran und der nächste. Und also dann machten sie das wohl. Da war natürlich unterschiedlich. Der eine schlug was gemäßiger und der andere, der richtig drauf los schlug. Und meistens überlebten sie das nicht. Denn jemand, den man 50 Mal schlägt, um nackten Arsch, um es platt zu sagen, das ist natürlich, wurden öfters Nieren kaputt geschlagen. Ein oder zwei Tage später waren sie doch gestorben. So geschah das. Zdawałem sobie sprawę, że nie ma możliwości. Keine Möglichkeit. Auch wenn ich ein paar Schritte mache, da sind Hunde, Hund, Psy, sind Hunde und wenn ich versteckte, die finden mir gleich. Ich habe keine Chance. Meine Deutschsprache ist schwer. Ein Deutscher kann flüchten, ja, er kennt, aber muss auch sich rechnen damit, dass mit Fragen, warum bist du hier oder wo arbeitest du oder warum bist du nicht in der Wehrmacht? Gestreifter Anzug, rote Dreiecke drauf, ganz glatt geschnittene Haare. Jetzt ist es modern, aber früher war das unmöglich, dass ein junger Mann mit einer Glatze lief. Und was muss ich dann? Mitten in Berlin ist niemand, der mich hilft oder wo ich hin muss. Ich werde nicht weit gekommen. Und jemand, der floh und dem sie wieder fassen, der wurde erschossen. Ja, habe ich gekannt. Naja, das waren Einzelne, die man kennen tut, weil man ist besser, wenn man ein bisschen zurückhält sich. Das ganze Lager hat ein bisschen Zuschauen. Ne? Und das war immer ein komisches Gefühl. Und da hat man manchmal gedacht, wann kommst denn du dran? Ne. Schwierigste war, dass ein
letzte Weihnachten. Ein Kamerad von einem Häftling am Abend gibt mir eine Schüsselchen mit Schnaps nicht, Spirit. Und ich sage, nein, ich danke. Naja, aber ich habe das nicht getrunken. Das war andere, er war tot. Ja? Die Augen, er zum Erst sieht. Ich sehe nichts, er schreit sehr laut. Die Truppe war 20 und coś. Dann, über 20 ja. Tote. Ja, viel Schnaps haben die mitgebracht aus einem Kommando, weiß nicht. Nachher die Häftlinge sagen, dass die SS haben die Etiketten noch umgetauscht. Das wurde alles zensiert. Da waren die Gestapo-Männer da. Die Briefe, was ankamen, wurden streng kontrolliert. Ne? Und darum war ich sehr vorsichtig. Das Gedenk, das ist jemand draußen, der denkt von dir, ist. Daje ci dużo siły. Und ich schreibe gleich einen Brief zu meiner Mutter. Ich schreibe in diese Briefe, dass ich danke Ihnen, meine Mutter, für das Brot, für diese Pullover, warmer Pullover und Kuchen. Ja, für die Kuchen, die hast du zu mir geschickt. Danke dir. 19. Januar, in diese Liste kommen die Pakete. Doch, war ein Brot, Pullover und die Küche, Kuchen. Jeden Tag hatte man die Angst, erstens den erschlagen zu werden, denn das war die allgemeine Sache. Da wurde geknüppelt und getreten. Und also jeden Tag war man froh, dass man ihn überlebte. Und dass ich jetzt nach Hause geschickt wurde, nach Melden für den Arbeitseinsatz, ja, das war ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Das weiß ich mich genau zu erinnern, denn ich stand da, du wirst gerufen, Nummer, kein Name, ne? Nummer, so viel Namen. Und dann musst du dich melden, Mütze ab, steht, Häftlingnummer, ich weiß jetzt im Moment die Nummer nicht, man meldet sich. Gerufen. Na, ja, du gehst nach Sachsenhausen, nach der Kleiderzimmer, holst deine Kleider und du musst nach Amsterdam fahren. Und da wurde ich in Sachsenhausen wurde ich beim Kommandant gerufen, in dem Torgebäude, der saß da oben. Und da wurde mir auf dem Herzen gesagt, denk dran, was hier geschehen, was du mitgemacht hast, was darfst du kein Wort darüber erzählen, was du mitgemacht hast. Das war so, als ich entlassen wurde. Und das weiß ich mich ganz genau zu erinnern.
Daar kwam je zwischen allerhand leute van allerhand lager zo van overal in Duitsland die kwamen daar samen. En dan de nächste morgen dan wurde etwas essen verteld, aber je bekam niets. En dan ja, dan moesten we met grote groepen van honderden leute moesten weer weiter gehen. Muss man sich vorstellen, dass die ganz schwachen Leute nicht, ja, alle ausgehungert und schwach, und die mussten da so lang spazieren, der ganze Tag, so 40 Kilometer, 25 Kilometer, und kein Trinken. Also der erste Tag fing das schon an, dass Leute, die konnten nicht mehr mitmachen. Und dann blieben die so allmählich nach hinten, und dann haben allerhand Leute noch versucht, die mitzuschleppen, nicht? Aber ja, das geht schließlich geht das auch nicht mehr, wenn die wirklich mitgeschleppen. Also die blieben dann hinten und dann kamen er zes. Und die zaten dann knielen und dann bekamen die een knikschoes. Zo aan de zijde in kramen. En ze worden meer en meer en meer en dan zagen weer zo überall nicht der Lage zien. En hier zijn die. Wald ist auch Wald und liegen Häftlinge, die voriges Abends sind erschossen. Ein paar hundert Männer, aber liegen sie nur mit Kopf nach, nicht so wie sie hat hier gemalt, nur. Inzwischen hatten wir nur einmal Wasser getrunken. Einmal. In Bewachung dabei, da gab es einen Fluss, Drossais ist glaube ich, der Fluss. Da konnten wir schnell trinken und dann wieder an. Das war das einzige Mal, dass wir etwas trinken konnten. Essen hat es überhaupt nicht gegeben. Und dann, da in Walter hat es sogar Kannibalismus gegeben. Ja, was will man? Sterben oder Leute, die schon gestorben sind, nicht? Die SS. Die wil alle umbringen, dat is waar mijn gedanken. Speters gezien, nach dem Krieg habe ich gehört, dass da am Ende in Wald das Rote Kreuz Essen verteilt hat. Meine Kollegen, Häftlinge wollen aus Kessel die Suppe. Ja, ich sage, wenn willst du leben, dann darfst du nichts essen von dieser Tustatusterosu. Fetten Brühe. Ja, die Brühe lass an die Erde, gieß an die Erde. Und das war Rettung. Und in der Nacht hat es allerhand Kämpfe gegeben, so. Und morgens, dann habe ich so ein Auge über das Gras gewacht, mal sehen. Und dann kam so, aus der Ferne kam ein Militär. Ich dachte, ist das ein Deutscher oder ein Russe? Er hat wirklich viel geschossen während der Nacht. Und dann kam er näher, näher. Toen dacht ik, Mensenkind, hat een Lederjacke. Das kenne ich nicht von der Wehrmacht. Und dann, wenn er noch näher kam, dan zag ik die Mütze. Dan hatte die Sowjetsterne. Also, dan bin ich alle Vorsicht vergessen. Das war ganz gefährlich. So, wenn man das bedenkt, nicht? Das konnte ein Deutscher sein. Dan, nee, dat so plötzlich rauskam, aber. Ich habe das alles vergessen, ich bin, und dann mit den russischen Wörtern, die ich im Lager gelernt hatte, haben wir auf die Schulter geklopft, nicht spaziba. Ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist. Und ich spreche sonst nicht mit niemandem über die Zeit. Weil es gibt ja wieder Nazi, viele Nazi gibt es, die können mich am Buckel runterrutschen. Ich gehe, wie ich will, und ich sage jetzt auch die Meinung, was ich mache. Ich fühlte mich besser in diesem Lager als in anderen Konzentrationslagern, aber Glück war das nicht, weil ich nur ein Nummer war damals. Und das ist ein sehr großer Unterschied. Das kennt ihr natürlich nicht.
kennenlernen. Gott sei Dank für euch alle Junge. Und an euch ist, dass das nie in der Zukunft kommt, also so wie der letzte oder zweite Weltkrieg war. Da wünsche ich Ihnen, dass ihr dauernd im Frieden leben und dass ihr alle andere Völker so anerkennen werden, wie sie das heute machen, vorläufig. Dass kein zweiter oder dritter Hitler in Deutschland entstehen wird. Das wünsche ich euch. Und all das Beste, besonders die Jungen.